Liebe Frauen und Männer, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wahlen Spezial. Wer von euch hat im Wahlkampf mehr Geld zur Verfügung? Wer verursacht den grösseren CO2-Ausstoß? Das ist schwierig, hä? Was ist für ein Auto? Ein kleines als dies und einen kurzen Arbeitsweg. Wer zahlt mehr Steuern? Ja, das ist mir gemein, hä? Joker haben wir nicht, hä? Ich tue das Gleiche wie du. Ihr habt also beide das Gefühl, ihr verdient mehr als der andere? Nein, nicht verdienen, sondern mehr Steuern zahlen. Er verdient vielleicht mehr, aber kann auch mehr abziehen an den Steuern, als ich das kann. Mit meinen drei Kindern, hä? Mit deinen drei Kindern. Und ich weiss jetzt nicht, ob deine Frau arbeitet oder nicht. Nein. Ich bin ein Doppelverdiener, da ist natürlich ist mir immer ein bisschen gestraft. Wer kauft häufiger in Deutschland ein? Also da... Also. Ja, die letzten 10 Jahre nicht in Deutschland gekauft. Außer dort ein Gola. Ja, ich kaufe nur in Deutschland ein, wenn ich dort in der Ferien bin. Oder wenn ich dort bin. Ich glaube, noch nie in Deutschland posten. Also kein okay. Einkaufstourismus? Nein, sagt man gar nicht. Wir auch nicht. Ja, von der Zoffnung her ist es ein bisschen zu weit, um dort zu posten. Wer macht mehr Ferien in der Schweiz? Wo geht denn der Herr Plüssi in die Ferien? Ja, wenn ich dann mal Ferien mache, bin ich halt meistens in Amerika. Und Sie, Herr Burger? Tessin. Und natürlich Winterferien, überall. Und das gehen wir das erste Mal für Österreich. Aber nicht wegen dem teuren Euro. Wer hat mehr Militärdienste? Puh! Weißt du, was hast du für einen Grad? Ja, fast. Es muss so sein. In welchem Dienstgrad? Ich bin Soldat. Oh, ich auch, aber dann fahre ich mehr. Wahrscheinlich. Also, wie viel hast du etwa? Keine Ahnung. Du müsstest das Dienstbüchli konsultieren. Ich komme noch etwa auf 380 Tage als Soldat. Nein, so viel habe ich auch. Ja, nein, ich bin gestraft diesbezüglich. Ja, nein, das Wochenende Kisten müssen, das wird auch angerechnet. Wenn du jetzt sagst, wegen Drogenkonsum. Nein, das war etwas harmlos. Okay, jetzt sind wir beruhigt. Wer würde eher einen Asylbewerber bei sich daheim aufnehmen? Keine Chance bei Ihnen, Herr Burger. Es kommt darauf an, was da für einen ist, was für einen Status er hat, was er will in diesem Land. Aber grundsätzlich denke ich, in unserem Land haben wir genügend Orte, wo die sich aufhalten können, die Asylanten. Wer hat mehr Facebook-Freunde? Wie viel? Ja, etwa 1630. So. Ich bin eben heikel, 257. Aber ich tue natürlich lange nicht alle, die ich kenne, wirklich als Freunde reinnehmen. Bist du mein Freund? Nein. Auf Facebook? Nein. Wir ändern, hä? Wollen wir ändern. 258. Wer spendet mehr Geld für karitative Zwecke? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil wir natürlich seine private Situation ein bisschen kennen, aber... Ich denke gleich, dass ich es eben bin. Ich tue dort Spenden, wo ich weiss, dass eins zu eins das Geld ankommt und gebraucht wird. Also in einer Organisation, die 80% Verwaltungsaufwand verbucht, dort spende ich nichts. Ja, und ich habe natürlich Verwandte und Bekannte, die direkt bei Hilfswerk arbeiten oder vor Ort sind. Und die tue ich natürlich grosszügig finanziell unterstützen. Dadurch habe ich dort relativ grosse Auslagen.
Und man kann es erst noch von den Steuern abziehen, oder? Kann man, aber leider ist der Kanton Aargau da relativ strikt und tut das meiste gar nicht bewilligen. Darum ist es eigentlich Spend für Spend und nicht für Steueroptimierungen. Ich glaube, das nächste Mal müssen wir die Steuererklärung mitnehmen. Das könnten wir sagen, ja. Gute Idee, Herr Burkherr. Wer geht häufiger in die Kirche? Nicht abschauen, Herr Burkherr. Ja, er ist in der EVP und ist noch Kirchenratspräsident, gell? Genau, ja. Ich gehe in die Kirche, aber nicht jeden Sonntag. Aber ich glaube er gleich Gott wie er. Jetzt auch müssen wir ein bisschen zögern, weil ich bei ihm weiss, aber ich denke, so, durch meine Funktion bin ich jeden Sonntag quasi in der Kirche und manchmal in der Woche sogar zweimal und das ist dann doch schwer zum Toppen. Das stimmt. Amen.